Ja, da haben wir die Tiefenverteidigung. Da hätte der Deutsche gar keine Chance. Da sitzt in jedem Büchlein. In jedem Ja, Büchlein sitzt ein aber jedenfalls. Panzerfäusterli. Das ist so gut. Das ist einfach so gut. So gut. Ja, wir sind halt dann Militärmänner. Vorerst weiter beobachten und alles. Dann entsprechend wenn ihr uns den ersten Gebäudenkompound kommen. Ja, verstanden. Ja, Charlie, so verstanden. Erstmal weiter beobachten, möglichen Feuerfall schon mal vorbereiten. Bis dahin halten, Ende. Hier, Fox 1, richtig. Ergänzende Informationen. Abstand zu den möglichen Feindkräften. Warum beträgt circa 220 Meter. Kommen. Hier, Charlie, 220 Metern Abstand verstanden. Und annehmend grob in Richtung 230 weiter. Verstanden, 230. Fox 1, richtig. Dementsprechend Befehl, Ziele bekämpfen bei einer Distanz von 150 Metern. 150, komm. Charlie, so verstanden, bei 150 Metern wird einmal Beschuss gesetzt. Wäre nett, wenn du nicht direkt in unsere Richtung leuchtest. Fox 1 für Sierra, komm. Hier Fox 1. Hier ist Sierra, wir haben versucht, möglichst immer in den Spuren des Vordermanns zu laufen. Johannes, du kannst wieder ein bisschen nach rechts rüber. Ruhig die Breite. Roger, der also sich Kontakt rein. Auf eurer Position, ja? Trennung, Charlie, jetzt Feuer öffnen, jetzt Feuer öffnen. Wow, das gilt nicht uns. Schüsse rechtzeitig. Hier, Charlie, Patrouille, ausgeschalten. Charlie hat gerade Angreifer Trennung auf unser Sierra FOB bekämpft. Hier ist Sierra. Ich hab leicht nach rechts geschwenkt. Hier Fox 1, Frage. Weiterhin Feindkontakte auf Position Sierra. Keine Ahnung, wir haben keine. Wir wissen es derzeit nicht überprüfen. Hier Fox 1, copied. 3 geht. Ja, das ist es. Break, break. Alle halt, ja. Zur Info, wir haben im Rückraum 500 Meter im Rückraum haben wir gerade eine verdächtige Person bewaffnet mit AK-47 wahrscheinlich ausgemacht. Zweite Person eröffnet Feuer wahrscheinlich auf unsere FOB, haben uns noch nicht entdeckt. Verstanden, alle halten erstmal Position. Charlie für Bravo kommen. 300 Meter. Bravo, Charlie hat... Meldung, wir haben bewaffnete, sich auffällig verhaltende Personen in eurem Süden gesichtet. Haben auch schon geschossen, ja. Personen haben auch bereits geschossen. Richtung Süden, auf uns zukommt, ja, habe ich somit, danke. An alle Stellen Fox 1, ergänzend zum Funk von Charlie, wir hatten jetzt gerade... Kontakte in Peilung 220 Position Fox 1 oder Position FOB. Links davon. Und die Ziele sind bereits bekämpft. Kommen. Sicher, dass das nicht auch FOB-Eigenkräfte sind? Also zumindest oben im Gebäude? Nicht sicher. Also an alle, unsere FOB ist immer, wenn die ein kleines Scharmützel verbunden. Charlie hat das aber ohne größere Probleme bis jetzt abwehren können. Wir haben auch einige dieser Kämpfer gesichtet, für uns jedoch zu weit weg, um die jetzt zu bekämpfen. Dementsprechend setzen wir unseren Patrouillenweg fort. Dafür Bravo in Schützenreihe Marsch. Nein! Um 30 nach. Doch. Bravo in Schützenreihe Marsch. Eins geht. Soll ich ohne Minendetektor loslaufen? Nein, ich hatte bloß mich zumindest über eine Rückmeldung. Also es fehlen dieser gewundert. So geht. Ey, ja, ich brauchte gerade alle Hände für andere Sachen als für Funken. Check. Schlage. Sieht sehr gut aus, Männer. Schön rechts und links im Auge behalten. Bravo, halt! Bewaffneter Kontakt Nordwest an den Gebäuden, Abstand 500 Meter, mehrere bewaffnete Kontakte.
2. Rechts aufbauen, so dass Blick die Straße runter nach Nordwesten geht. Kontakte bewegen sich auf uns zu Minimum 3. FM. Keule? Ja, hört. Ja, kannst ruhig das Netz benutzen, Keule. Ja, okay. Dann brauchst Winans du nimm deinen Trupp und schließt du deinen Nasichran auf. Winans verstanden. Bravo 2 an der rechten Straßenseite, Blick Richtung Nordwest. Ne, hier vor uns sind drei Bäume, die nehmen wir uns. Brauch Winans nach vorne. Hier Nasichran hinlegen. Hinlegen und ziehen. Ich wollte uns gerade die Bäume. Ja, ich weiß, wartet erstmal vor euren Trupp. Winans kommt gleich zu euch. Alle halten das Feuer, die haben noch nicht auf uns geschossen. Fox hier, Bravo. Okay, sucht euch Deckung, legt euch Fox 1 für Bravo. Einen Baum, was auch immer, ja. Ja, ich nehme die Ziele ins Visier. Sit es für Keule. Sit es. Bravo 2 Stellung halten. Frage, hat 2 klare Sicht, ist das MG stabil aufgebaut? Ja, Gambler. Ja, Gambler ist jetzt bei uns vorne, alles klar. Dann ja. Hier an meiner Position baut sich jetzt 2 auf. MG ins Ziel gehen. Winans mit dem Trupp 1 nach rechts an die Mauern verlegen. Marsch. AMG schnell. Winans verstanden. Trupp 1 nach vorne. Hier annehmt und Chris, ihr gehört auch zu Trupp 1. Los geht's. Dort an der Mauer breit machen. So, Frage, liegt das MG und und siehst du die Ziele? AMG ready bereit. Baum? Baum, wo rennst du hin? Und Alpha an alle Stellen. Ich glaube, Baum hat gerade Connect-Probleme. Fox für Bravo kommen. Hier ist Fox, komm. Meldung, wir haben mehrere sich auffällig verhaltende bewaffnete Kontakte direkt in unserem Vorfeld. Wir haben uns entsprechend in Stellung gebracht und erwarten ihre Ankunft. Hat jemand Distanz? Fox 1 copied. Warum für Cosmere am besten nicht auf dieser Position liegen? War gerade ein Weg. Entfernung gerade 240 Meter. Entfernung Alpha Fox 1. Alpha Rad. 174 Meter von Bravo 1 hält, richtet sich neu auf uns aus. Verstanden, ja, absolut. Alpha hat jetzt Punkt Alpha 2 erreicht und setzt die Patrouille entsprechend eingezeichneten Weg nach Süden fort. Baum? Alpha 2, okay. Kommen wir zu mir zurück. Links von mir ist das MG, das ist die Schwerpunktwaffe. Vor der willst du nicht sein. Gambler, hast du das Zweibein aufgebaut? Ja. Positiv. Ja, okay, wird bei mir gerade optisch nicht angezeigt. Ein MG-Schütze in der Gruppe, 2. Mann von links. Annehmt, MG ins Visier. Eis ebenfalls, ihr beide, euer Typ MG. Roger. Setzes, sie kommen immer näher, langsam geht uns die Zeit weg. Boah, wir haben alle Zeit der Welt, wir haben überlegene Feuerkraft. Wir schauen erstmal, ob die sich uns gegenüber auch feindlich verhalten. Deswegen bleibt im Ziel. Zielverteilung von links nach rechts, seid ihr ganz links in der Gruppe, schnappt euch einen der linken, seid ihr ganz rechts in der Gruppe, schnappt euch den rechten. Das MG bleibt auf der Schwerpunktwaffe. Frage MG, kannst du den MG-Schützen drüben identifizieren? Gambler? Positiv, MG-Schütze identifiziert. Genau, auf dem bleibst du drauf. Back, Cabin. Leute, wir haben alle Zeit der Welt. Schön ruhig bleiben. Cosume, ja. Du deckst unseren Südosten. So verstanden. Schießen die rund? Wer feuert? Feuer! Feuer, Feuer, Feuer. Alle bekämpft. MG bekämpft. Stopfen. Alle ausgeschaltet. Saubere Arbeit. So soll das laufen. Melden, in Stellung bringen und dann ganz stressfrei in Kontakt bekämpfen. Und wir haben auch noch die AOEs eingehalten. Saubere Arbeit, Männer. Bin stolz auf euch. Also, jetzt wieder zur Schützenreihe auf der Straße aufstellen. Kommen wir doch aufstellen oder einfach mal. Fox 1 für Bravo. Einfach erstmal aufstellen. Fox 1 hört.
Meldung, wir haben uns in Stellung gebracht, die vier Kontakte sind näher gekommen, die vier Kontakte haben von sich aus das Feuer auf uns eröffnet, wir haben dann das Feuer erwidert, haben ohne Verluste bekämpft. Fox 1 copied. Daumen ein bisschen zurück am besten. Ja. Ebo, soll bitte medizinische Maßnahmen. Alles klar, einmal ein Sunny zu E-Boss. Frage, gibt's weitere Verwundete? Negativ. Tasten. Arm. Ach, nur der Arm. Sitte, es kriegt Bravo dafür einen Keks. Möchtest du ein Pikachu-Pflaster? Ja, bitte. Okay, perfekt. Und nochmal kurz zu der gerade gelaufenen Aktion, zum gerade gelaufenen Feuerkampf. Erst natürlich mal nur die Erinnerung, bleibt auf den befestigten Wegen. Also jetzt im Feuerkampf war das schon richtig, ne? Wege verlassen, das Gelände nutzen. Keule, Gambler und der Rest von Trupp 2, ja, bei euch geht es primär darum, die Schwerpunktwaffe in eine gute Position zu bringen. Also irgendwo, wo die Schwerpunktwaffe das Zweibein ausbringen kann und im Ziel sein kann. Und der Rest der Gruppe orientiert sich drumherum. So, an alle Stellen, Fox 1, wir haben jetzt Beschuss durch eine zahlenmäßig mindestens ebenbürtigen Feind auf der FOB zu diesem Zweck jetzt, wenn noch nicht geschehen, sämtliche eigenen Kräfte in der Nähe der FOB in die FOB zurückziehen. Vorsicht, Attack-Helikopter wird angefordert. Da ist eine Ende. Schnur gespannt über der Straße. Roger, Bravo, halt. Fox 1 für Bravo. Fox 1 hört. Ah, Meldung, wir sind gerade über einen Kilometer Luftlinie von euch entfernt. Frage Bravo-Station. Positiv, es ging wirklich nur um Kräfte nahe der FOB. Verstanden. Charlie, Fox 1. Okay, nahsicherer mit Minendetektor arbeiten. Charlie, okay. Fox 1. Und nochmal zu dem Punkt gerade eben. Charlie, hör. Dementsprechend Trupp 2, darauf Frage, achten, dass die Schwerpunktwaffe Ziel ja, ist. Dafür sorgen, dass auch von Trupp 2 aus nach hinten durchgefunkt, und zu den Charlie 1 befindet sich da schon mit der kompletten Mannstärke in die Richtung und bekämpft. Und um Sicherung ist trotz allem noch von hinten gedeckt, dass wir nicht überraschend von hinten genommen werden. Fox 1 copied, sind dann entsprechend alle eigenen Kräfte in der FOB. Alle eigenen Kräfte. Ja, sieht das für annimmt, das war ein Stitching-Fehler in der Textur. Ja, verstanden, Stitching-Fehler in der Textur. Wir haben jede Menge Unbewaffnete auf unserer rechten Seite im Norden. Trotzdem weiter Augen offen halten, ob davon nicht vielleicht doch einer bewaffnet ist. Fox 1, jetzt Bravo Marsch. Kontakt 180 unbewaffnet. Sierra für Charlie Kampf. Verstanden. Und unbewaffnete Personen müssen hier gemeldet werden. Frage, noch Unterstützung von Sanitäter? 6 geht, Bravo negativ, geht. Wir sind auf dem Dach, das wunderbarerweise nicht eingestürzt ist geblieben. 8 geht. Hier Charlie ist so mit. Danke. 10 geht, Bravo 1 geht. Sierra meldet 121 mehrere Fragen mit. Wir haben uns jetzt, haben jetzt das Ende dieser Straße hier erreicht. Wir werden jetzt wieder nach links quer übers Feld gehen. Richtung 292. Kurzer Blick. Ja, wir werden da zwischen den Compounds durchgehen. Dazu wieder die Nahsicher auf Minendetektor umrüsten, Nahsicher einmal zurück zur Gruppe kommen und dann werden wir hier an der Stelle, wo das im G steht, die Straße. Bravo, Fox 1. Bravo. Frage, letzter Funkspruch mit. Negativ. Nachdem jetzt Cass gleich durch ist, wird der Befehl für Alpha und Bravo sein, schnellstmöglich zur FOB zurückzuverlegen kommen. Alle halt. Ja. Bravo, verstanden. Okay, nach dem Cass haben wir jetzt den Befehl bekommen, schnellstmöglich zur FOB zurückzuverlegen. Aufgrund des Minenfeldes können wir das nicht auf Luftlinie tun. Dementsprechend jetzt Richtung 065 Marsch. 065, 1 geht. Sierra meldet einzelnen Schützen auf 05. Im Dorf steht eine Person, die uns beobachtet vom Dach aus. Verstanden. Fegel. Ah, Person ist unbewaffnet, die steht da schon die ganze Zeit. Einfach mal. Charlie, Fox 1. Charlie hat. Frage, kann der Sunny von Charlie einmal zu dir? Schüsse rechts, check, ich schick dir den Sunny rüber. Ein. Verstanden. Bravo, halt. Negativ. Bravo, Marsch. Gilt das dem Heli? Ja.
Charlie, dass der Beschuss scheint aus dem Nachbarhof auf den Hügel. Kontakte, Rückraum. Ja, verstanden, Rückraum. Frage wo? Süden, Südosten. User joined your channel. Im Compound, Frage? Auf jeden Fall feindlich, nicht im Compound. Da hast du was gesehen oder gehört? Gesehen, als sie auf den Heli geschossen haben. Frage Entfernung. 100, 200 Meter. Roger. Okay, wir bewegen uns jetzt truppweise überschlagend vor. Anhalt stellen, Fox 1, Cass ist durch, dabei. Dementsprechend jetzt Befehl für Alpha und Bravo, Rückzug zur Basis, kommen. Alpha verstanden, Rückzug zur Basis mit doppeltem Tempo. Bravo verstanden, Rückzug. User left your channel. So, jetzt truppweise überschlagend nach Osten. Bewaffnete auf 1-2-0. Kontakt in Nahbereich. Verstanden, nach Osten überschlagend, truppweise vorrücken, Marsch. Kontakte kommen. Feuer frei. Feuer frei. Bravo 1 an die Mauer. 1 lädt. Fox 1 fürs hier. 3 Kontakte ausgeschaltet. Anhaltstellen hier Fox 1, Frage, hat jemand Fox 1? Weitere Kontakte. Also Keule hier, sorgt dafür, dass dein Trupp hier gerade von Umsicherung macht. Ja, Gambler muss nach vorne zielen, der Rest muss dafür sorgen, dass die Flanken und der Rücken von Gambler frei sind. Das ist deine Aufgabe. Ich habe nur noch einen Kilometer Entfernung auf uns zu bewegen kommen. Was sagst du? Ich habe nur noch einen für Flanken und Rücken, das ist Kosumi. Fox 1 steht hinter uns. Dementsprechend erstmal weiter beobachten. Genau. Aber so wie es aussieht, wird er gerade. Man muss doch hingucken, ob die beiden noch das machen, was sie machen sollen. Feindgruppe bekämpfen. Negativ, das sind nicht unbedingt alle Ziele, die sind noch ein bisschen weiter. Bisschen weiter nördlich und bisschen weiter weg. Hier Fox 1, copied einmal mit Alpha koordinieren, dass die da nicht blind reinlaufen. Ja. Aber 2 sitzt durch, ne? Ja, 2 sitzt und deckt. Aber du musst doch dafür sorgen, dass dein Trupp auch genau das tut. So, kurze Truppänderung. Chris. Ja, hier Alpha, komm. Hier, Chris, hier. Komm mal zurück. Du gehörst jetzt mit zu 2. Standby, wir lass zeichnen auf CTAP die Einheiten ein. Und annehmend, du gehörst weiterhin zu 1. Du schließt dich dann beim nächsten Überspringen 1 an. Jetzt bleibst du erstmal noch kurz bei 2. Frage 1 steht. Ja, 1 steht. Kontakte wurden ausgeschaltet hier. Wir können nicht weiter vorrücken zur nächsten Deckung, haben aber rechts und links eine gute Sicht und keine weiteren Kontakte. Die letzte Sichtung der Einheit. Ja, verstanden. Wir werden uns trotzdem erstmal die nächsten 150 Meter überschlagend fortbewegen. Also, 2 Marsch. Ja, ob Frage vom Norden her, Zeitstempel 652. Also auf 2 Marsch stehen alle von 2 gleichzeitig auf und rennen los Richtung Osten. Und dann sagt der Truppführer, wo sie stehen bleiben. Also, 2 Marsch. Und Fox 1 hier Alpha, komm. Fox 1 hört. Queren. Und hier Alpha, passieren gerade in Alpha 4 Wegpunkt auf dem Weg zur Basis. Fox 1 copied. So, und hier hört es ungefähr auf, wo die Trupp 1 hingucken kann. Das heißt, hier ungefähr an der Kante bleiben wir stehen. Genau, MG in Stellung bringen. Genau, MG in Stellung bringen, Kosume eine Position senken, dass er den Rücken decken kann. Wo ist Chris eingeteilt? Chris ist linksseitig MG. Sehr gut. Und dem rechte Flanke MG. 2 steht, 1 Marsch. 1 Marsch, verstanden. User left your channel. User joined your channel. Friendlies. Friendlies. Komm durch. Crossen. Crossing. Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Rechts zu den Steinen, rechts zu den Steinen. Ah, und hier, Sicherung aufmachen. Zwei Marsch. Ein steht. So, nicht zu weiter rechts abfallen, haltet euch ein bisschen links. Channel. Nehmt die Steine auf 060. Correct, sir. Friendly. Ja. Hier weiter nach links rüber. Hier die Steine auf 060. Boah, mir viel zu schwer, ey. Boah, kann nicht mehr rennen. Ja. Boah, ich bin viel zu fett. So, Gambler mit dem MG Richtung 040.
Eins Marsch. Eins geht. Sehr schön, Leute. Sieht gut aus. Allein, wenn du noch weiter rennen kannst, dann noch ein Stück weiter. Okay. Genau, hier ist ein kleiner Hain bis zum Ende des Hains. Da hält dann 1 und dann kommt 2 zu 1 und wir bauen von da aus wieder eine Schützenreihe auf. Weiß Gott, wie sitzt es? Sitzt es? Gib jetzt sowas wie Selbstmordwesten, sowas hier. Ja, aber du kannst nicht jeden Zivilisten erschießen, nur weil du Angst hast, dass es eine Weste anhören könnte. Tanklaster auf den Weg in unsere Bände. Nein, aber ich meine nur, dann kann man sich ja mal denken, was Kontakt mit dem Auto passiert. Kontakt Nord. 2 in Position gehen, MG aufbauen. 1 nach links flankieren. Gerade eben Offroad und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Base, Richtung aber ich Nord. Das könnte Verbindungsprobleme auf meiner Seite sein. Rückwärtigen Raum rechts. Komm, Gemmer, leg dich hin. Bau deinen Zweibein auf. Auf ja, Pappe steht und hat jetzt gerade gehupt. Person ist ausgestiegen. Siehst du die weiter links? Weiter beobachten. Die Straße runter, also wirklich die Straße runter. Hallo. Ja, genau da. Ja, Bravo Fox 1. Ja, der Tanklastwagen ist gerade geparkt worden. Befehl Kontaktaufnahme. Feuer! Los. Haben gerade Kontakt im Norden, den wir bekämpfen. Copied. Weiter ausgeschaut. Kontakte bekämpft. Gambler stopp. Frage 1 weiter vorrücken. Negativkontakte wurden bekämpft. 1 nach Westen an die FOB-Mauer verlegen. Der Lastwagenfahrer winkt. Hier Charlie, der Mann vom Tanklaster winkt uns zu. Fox 1 für Bravo. Wir haben die Kontakte bekämpft, haben jetzt hier einen Tanklastwagenfahrer, der uns zuwinkt. Hier Fox 1, positiv, ist von Position Fox 1 sichtbar. Entsprechend Kontaktaufnahme mit dem Tanklastwagenfahrer aufnehmen. Verstanden, Kontaktaufnahme. So, ich habe jetzt 2 Leute, die relativ weit nach vorne gerannt sind. Frage, wer ist das? Ich befürchte, ich annimmt. Ja, und wer sitzt da neben dir? Und ich, Chris. Gut, ihr habt doch Trupps, oder? Du hast doch gesagt, 1 weiter vor, oder nicht? Nein, 1 nach Westen an die FOB-Mauer ran. Hier Charlie, Meldung an alle. Der Tanklasterfahrer liegt gerade wohl eine Leiche. Moin. Hello, how can I help you? Salam, salam. Sarah, auf Anschlag. Annehmt Chris salam. Zu mir. Noch keine Feuerlaufe. Hey, how are you doing? Das Ziel in, Ziel nehmen. Gut, gut. Good, yes, we're good as well. There's a lot of fighting going on here. You might want to leave this area. It's not safe. Not safe. Ja. Hier Fox 1. Okay. Wir haben den Feind auf Gruppenstärke vom Hügel 015, 017 in Gruppenstärke über den Hügel. Yeah. Alright, this is the FOB area. Fox 1 ebenfalls operiert. Wir können jetzt entsprechend alle Kräfte außerhalb der FOB zurückziehen in die Basis. Zurückziehen in die Basis und bereit machen zur Verteidigung unserer Stellung. Ende. Ja, ja. Ja, optisch. Fox 1, so, Befehl, 2 jetzt verlegen in die FOB. 2 sofort verlegen in die FOB. 1 deckt. Okay, sir, there are people, bad people coming in. From the north right now. You will have to leave this area this instant. Understand? Okay, okay. Yes? Ja. Leave now. Ja. Cigarette? Gambler weiter nach links. Cigarette? Okay. 2 melden, sobald ihr an der Mauer seid. Bravo, Fox 1. Okay, nah sicherer mit mir. Folgen. Marsch. Seht ihr das In-Compound einfließen? A-Firm. Fox 1 für Bravo. Hier Fox 1, Befehl Kontaktaufnahme abbrechen und alle Kräfte in die FOB zurückziehen. Ausführung. Verstanden, in die FOB. So, dann Eingang denken, ja? Ja, Zivi bleibt draußen. Links. FM, komplette Gruppe zurück in die FOB. Charlie für Bravo, Frage, wo soll Bravo? Bravo kann sich den West nach Nord einmal nehmen, dort Rundumsicherung mit einsetzen. Wenn du zu viel Mann hast, gerne noch ein paar Leute Peilung 015 setzen, wo eben die Mannstärke gemeldet worden ist. Ja, verstanden, West nach Nord und 015. So, Trupp 2. Check und dann nochmal Meldung an alle. Der LKW-Mensch hat sich gerade eine AK von dem Feind gelootet. Ja, dann bin ich an mir folgen. Ich bin direkt bei dir. Ja, Copied, weiter beobachten, sofern dieser das Feuer nicht auf uns eröffnet. Entsprechend nicht reagieren. Ja, Meldung, ich habe ihn gerade bekämpft, als das Feuer eröffnet hat. Copied. So, jetzt, 2
entsprechend als Trupp gemeinsam eine Stellung suchen, in der nach 015 gedeckt werden kann. Feindkontakte selbstständig bekämpfen. Und 1 Nord und West eine Stellung als Trupp suchen. 1 verstanden, Nord. So, dann Kozumi, Gambler. Verdammt, ich kann nichts zielen. Am Baum ist einer, HP. Da krabbeln noch welche. Warte, was genau machst du hier? Hört. Wo seid ihr? Was genau machst du hier? Feinde da vorne, die auf dem Schiff. Ja, zu welcher Truppe gehörst du? Seite des Compound auf Bravo 1. Okay. Genau. Wo ist Bravo 1 gerade eingesetzt? Hier. Okay, Einstellung bitte. Nein. Also Nordwesten. Ja. Das hier ist nicht Nordwesten. Komm durch. Das ist Nordwesten. Sittes, Wie bitte? Sittes, hier, ich hab deinen Crafter gefunden. Der gammelt hier noch im Nordosten rum. Ja, verstanden, Standort von Bravo 1, Nordwesten auf dem Dach. Ja, verstanden, Nordwesten auf dem Dach. Vermisst du sonst noch irgendwen? Negativ für dich zur Info, Ebos ist raus. Ja, verstanden, Ebos raus. Nee, das muss noch weiter, fuck. Eine Granate noch, wenn er vor Feuer halten. War das schon alles? Nee, Rücken? Wer sieht es? Hier ist einer. Chris ist jetzt wahrscheinlich mit 1 mitgegangen. Soll ich den zurückpfeifen oder soll ich ihn dort lassen? Nee, hol dir deine Leute ran. Sehr schön. Chris, wir können kommen. Und Alpha, ihre Meldung an alle Stellen. Frage, wir haben Position weitere Kontakte auf dem Hügel Richtung 220 ungefähr Gruppenstärke. Dann einmal aufschließen, eingesehen werden kannst. Ja, das ist halt das Ding, das wollte ich jetzt eigentlich nicht auf dem Präsentierteller setzen, ich lasse ihn dort stehen. Ja. Drittes? Ja. Kurze Frage, wo ist dein Sanitäter? Wir bräuchten einmal für Marcel einen. Jo. Kozumi? Ja. Hier, wir brauchen mal kurz dich. Ja. Für den jungen Herrn hier. Perfekt, danke. Gut. Jo. Tausend Schalldämpfer für das MG. Ach, Marcel, hi. Hi, auch Medic. Wo ist mein eigener Kamerad abgefallen hat? Instant bewusstlos. Gut, du bist. Hier ist Gera, wir müssen uns zurückziehen. Aber nein, danke. Das ist grün. Danke dir. Perfekt. Dann auf, tschüss. Ja. Amgelernt noch. Winans für Sie, das passt auf. Sierra kommt jetzt aus Westen wieder zurück in den Compound. Die waren Westen draußen. Angetoppt. Winans verstanden. Gambler, da würden wir aber nächstes Mal ein bisschen mehr Feuer sehen. Kann nur Peck sein, wa? Ja, klar. So, Chris, wo du gerade bist, weißt du, was ein MG2 bzw. ein MG-Assistent macht? Nein. Okay, du übernimmst mal die Rolle des MG-Assistenten. Und zwar rechts von dir ist ja das MG. Ja. Das MG ist natürlich unser Schwerpunktwerfer, der kann das meiste Feuer in die Heide bringen. Problem ist, irgendwann muss das MG nachladen. Yep. Dann ist es deine Aufgabe, das Gewehr auf Feuerstoß zu schalten und quasi wie ein MG weiter zu ballern. Das kannst du natürlich nicht ewig machen, weil du hast ja kein MG. Aber zumindest lange genug, dass er nachladen kann. Ja, alles klar. Das heißt, versuch ein bisschen deine Munition zu sparen. Und sobald du von rechts Gambler brüllen hörst, lade, fängst du an, richtig Luzi in die Heide zu geben. Alles klar. Sehr schön. Kontakt auf 060. Wir kommen jetzt hier vielleicht noch. Getzo. Ey, ist mehrere Feinde auf 060 nähern sich der Base. Ich glaube, ich hab auch nicht mit dir gekommen. Nee, du sollst dir keinen mitnehmen, du sollst erstmal nur schauen, ob du da hinkommst. Sag mal, Keuler, hast du eigentlich ein DF? Wie bitte? Hast du ein DF? Genau, das kannst du mal in die Hand nehmen und kannst mal gucken, das Feuer vom MG lenken. Lade nach! Ob die mumpeln. Chris, dein Auftrag. Einfach grob in die Richtung. Ballern. Ja. Ah, jetzt ist es vorbei. Wunderbar. 100 Punkte für mich. Alles gut. Learning Experience. Auch die Amai reagiert auf Unterdrückungsfeuer. Ja. Und Keule im Idealfall sagt euch grob, wo die stehen. Ja, auch wenn du nur die Mauer da im Hintergrund siehst. Ne, links an der Mauer, rechts an der Mauer, etc. Ich hatte sowas vorher noch nie, deswegen habe ich Zielfernrohr genommen. Ja, alles gut, ist auch eine Vergrößerung. Bloß, du hast ja ein DF, ne? Ein Feind, 064, an dem Baum. Läuft nach rechts. Ja, 060 kriegt auch noch einer. Ja, Mangel hat die Qualität, direkt runtergekommen. Am Gerland auch.
Alter, Knicke, Mann. Du kannst ruhig in Stellung bleiben zum Nachladen, Gambler. Also ich weiß, na, macht's nicht, aber in Realität geht's schneller, wenn du das MG einfach lässt. Oh. Außerdem, wenn du Probleme hast, es irgendwie aufzulegen, dann ist jedes Mal runterzunehmen, ne? Ist dann ja, hinderlich. Ja, da kann so viel gehen. Gambler für Keule kommen. Gambler? Frage Munitionsstand. So, bitte. 400 Schuss. Grün. Jo, ich hab mir nochmal 240 gegeben. Danke. Oh ja, alles klar. Und ich glaube, jetzt merken alle, warum wir so viel Munition fürs MG mitschleppen. Ja, weil's geil ist. Zitat Keule, weil es geil ist. Zitat Ende. Apropos Munition MG, Reynolds hat noch einen Clip im Rucksack, ja, falls gebraucht wird. Ja, sehr gut. Ich komme mal kurz rüber und hole. Ja, alles gut, mal, alles gut. Heute habe ich mir mal extra mal frei Zeit genommen. Ah, nice. Ja. Wir wollen Ende Januar nochmal nach Münster, aber nicht so richtig klar treffen, sondern nur ein mal Verein, irgendwie einen Abend in die Kneipe, ein Bierchen trinken oder zwei Bierchen trinken und dann am selben Abend wieder zurückfahren. 400 Meter. Was ist denn das hier für eine Verschwörung? Wir sind ja mitten im Feuergefecht. Ja. Reynolds, hi, ich bin eigentlich wieder Munition hier. Ja, ich weiß, deswegen bin ich auch hier. Korrektur 2, Feind 400 Meter. Ja, wie gesagt, ich muss schauen. Steh immer noch auf der Leiter. Wir haben Nebel auf 065, in dem Nebel mindestens 4 feindliche Personen. Okay, Chris? Ja, jetzt. An sich läuft das schon mal ziemlich gut. Den nächsten Schritt, den wir verbessern können, ist, du stehst im Augenblick ziemlich im Rücken von Gambler. Ja. Ja, das ist natürlich gar nicht mal so ungefährlich. Und wenn man das in echt macht, ist es auch ein bisschen unangenehm, wenn einer so direkt an einem vorbeiballert. Deswegen so einen Tick aufrücken. Dass du tatsächlich sicherer an ihm vorbeischießen kannst. Dann hast du auch ein höheres klar. Sichtfeld. Du kannst auch besser nach links und rechts reagieren. Jo. Ja, er ist gerade bitte. Super. Das wird das letzte Mal ganz viel. Charlie, wir Fox-Vorkommen. Okay, der MG. Charlie, 058. Frage ich Start, bloß zwischen den Bäumen, die Moschee. Bis jetzt noch nicht. Frage optisch. Ja, optisch. Rechts davon, dieser gewölbte kleine Gebäude. Frage optisch. Neue Meldung gekommen optisch. Feuer. Ja, die Fox wurde verstanden. Weiter feuern, da ist ein Kontakt. Gefunden, dann, ach, so, Keule gehört. Ja, jo, ne? Gerade sind wir jetzt noch das Mike wieder zurückverlegen. Ja, viel wichtiger ist, wie eine Zielansprache funktioniert. Fox, Ende. Wo hast du denn den hergezaubert jetzt? Ja, mit dem Fernglas, aber viel wichtiger ist, wie die Zielansprache funktioniert. Ich suche mir ein Ziel, was auf jeden Fall sieht. Und von dem Ziel aus sage ich dann rechts, links, oben, unten. Jo, oh, ja, jetzt ja, gut. I'm gelandet now. Ja, stimmt schon. Irgendwas, was er auch optisch kriegen kann, ist wahrscheinlich auch echt geiler als eine Gradzahl. Ne? Genau, und gerade ihr steht hier eine Weile. Das heißt, du kannst Sachen etablieren. So, ja. Links die Moschee, da weiß er jetzt, was es ist. Moschee ist halt immer die Moschee, so, und dann... Ja, ja das Ziel scheint tot zu sein. So, dann das nahe Gebäude rechts, ja. Ne, und dann keine andere Handbreit links davon, etc. Ja, okay. Und so kannst du halt eben dein ganzes Gelände dir erschließen. Im Nordosten ist eine Position eingezeichnet mit Checkpoint. Tippkoordinaten 146070. An dieser Position haben wir vermutlich Feindkontakte ausgemacht. Befehl jetzt von NATO-Command ist, mit allen Gruppen die FOB zu verlassen und dorthin zu verlegen und mögliche Feindkontakte zu bekämpfen. Okay. Roger, ist das eine genaue Position oder ist das ein grobes Gebiet? Das wurde so nicht weitergegeben. Ich habe nur die Grip-Koordinaten bekommen. Und okay. Genau quasi die Grid-Koordinaten eingetragen, an dieser Position angeblich. Check, wie willst du angreifen? Das ist nämlich jetzt die nächste Geschichte, genau, wir werden jetzt gleich mit allen drei Gruppen entsprechend. Diesen Zweck werden wir dann gleich, wir haben kein urbanes Gebiet, sondern werden wahrscheinlich durch Wald oder ähnliches verlegen, von daher werden wir mit allen drei Gruppen überschlagend vorgehen. Das heißt, wir haben Alpha, Bravo, Charlie und jeweils immer die letzte Gruppe verlegt nach ganz vorne mit dem Abstand voraus, dass man dann halt entsprechend mit drei Gruppen überschlägt. Roger? Ja. Ich habe noch einen Zusatz. Geil aus, ne? Wir könnten noch einen Supply Job anfordern, bevor wir jetzt die Base verlassen. Ja. Wenn nötig ist, kann ich ja nicht. Willst du den finalen Angriff dann vielleicht aus unterschiedlichen Richtungen machen oder wollen wir alle aus einer Richtung rein? So, gute Frage. ganz kurz einen Moment.
Rekrut Felix meldet sich zum Dienst. Hallo. Hallo? Ja, okay. Welcher Felix? Nicht Paschke, sondern Felix 23. Wir haben jetzt echt drei Felix. Bitte, ja. Ja. Da oben ist es, glaube ich, nahsicherer, wenn ich das richtig weiß, oder? Ja. Ah, ja. Können wir bitte die Felix durchnummerieren? Felix der Erste, Felix der Zweite, und Felix der Dritte. Weißt du was? Abgelehnt. Ja, Friedrich ist jetzt schon vergeben. Okay, Friedrich. Ist es nicht, ich krieg keinen? Friedrich der Dritte von. So, aufgepasst jetzt hier. Aufgepasst. Ein Stück südwestlich der Position ist zweite Position eingetragen: Romeo Zulu. Bis zur Position Romeo Zulu werden wir entsprechend überschlagen vorgehen und dann werden wir von dort aus übergehen in einen Zangenangriff, wie wir es bereits beim Bombenangriff gemacht haben, dass eine Gruppe durch die Mitte geht, während die anderen von außen flankieren. Okay? Mhm. Welche Gruppe willst du? Alright. Luther zuerst. Wo auf der Karte ist das eingezeichnet? Alles im Nordosten unserer Position. Ah. Ja, hab. Frage Aufteilung in der Zange. Erfolgt an Position Romeo Zulu. Verstanden. Roger. Marschreihenfolge wird gleich sein. Alpha Bravo Charlie, genau in der Gruppenreihenfolge. Sierra hält sich irgendwo zwischen den Gruppen einfach auf. Sieht es? Hallo? Hey, hey. Du bist in der Base. Amerikani. Yes. Alright, sir, you will have to leave this area now. Oh. No, don't shoot. Yes, so please leave this area through the entrance that you came in on. Call it to me. Okay, yeah. Turn around. The same exit you came in. Okay, no BMW. Sir, you have to leave this instant. Yeah. Okay. Das war eine ins Bravo 1, wäre dann Abmarschbreit. Verstanden, 1, Abmarschbreit. Gemeldet, Munition grün. Ich kann ja die Marschreihenfolge schon ändern. Traut ihr euch vor, wahrscheinlich schon auszurücken? Ja. Dass ihr die Vorhut bildet? Ja. Dann könnte man das tatsächlich auch so machen, da müssen wir gar nicht überschlagen. Dann sparen wir ein bisschen Zeit, wenn ihr vorweg geht, quasi als eine Gruppe Nahsicherer. Ja. Und die anderen beiden folgen einfach hinterher. Gehe ich Schützenreihe mit Nahsicherer. Kannst du machen. Check. Also, willst du dann geh erstmal zur Position Rendezvous, also Romeo Zulu. Check. Los geht's. Alles klar, Leute, wir haben uns gerade freiwillig gemeldet als Kanonenfutter. Wir sammeln uns am Nordosteingang, wo 2 steht. Anna, stellt Fox 1, kurze Frageänderung. Sierra wird sich jetzt selbstständig entsprechend losbewegen. Haben ebenso wird Bravo jetzt bereits ich habe uns gemeldet. Innerhalb einer Schützenreihe plus Nahsicherer. Alles gut, es hat so mit. Bis zur Position Romeo Zulu, sodass dann alle anderen Truppen also Winans eben mit Trupp 1 an den Ostausgang kommen. Vorweg folgen können. Bravo, belege. Alpha und Charlie, Frage gestanden. Das Gebiet. Und Bravo setzt sich in Marsch.